Jungs und Mädels, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Schweighofer Art und von 1972, also so gesehen vom Paddy. Ist irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt. Wir wissen nicht, wie man das angehen soll. Aus dem Grund habe ich jetzt einfach mal beschlossen, ich fange an mit der Begrüßung und er soll euch später dann begrüßen. Wir haben zusammen jetzt in Zeiten von Corona irgendwie viel Langeweile genossen und dachten uns, hey, er kann irgendwie fotografieren, ich kann so ein bisschen photoshoppen, lass uns doch mal was gemeinsam machen und ein bisschen kreativ sein. Und ja, so habe ich den Paddy angeschrieben. Habe ihm meine Bildidee gezeigt und nachdem er gesagt hat, geiler Scheiß, das will ich unbedingt machen, haben wir mal geplant und mal geschaut, ob das überhaupt funktioniert. Und wie es funktioniert hat und der Weg dorthin, das darf ich euch jetzt präsentieren und wir schalten ab und zu den Buddy auch rein. Der hat nämlich extra ein Video dafür gedreht und es wäre schade, wenn er nicht zu Wort kommt. Ich kenne den Buddy jetzt schon ein paar Jährchen und ich habe mitbekommen, der Kerl kann verdammt gut fotografieren, aber wenn man seinen Instagram-Account mal ansieht, Paddy Lou, eben von 1972, stellt man ziemlich schnell fest, der Kollege, der hat ziemlich viel was mit Mädels am Hut oder auch mit Motorrädern. Der Kerl hat irgendwie auf jedem dritten Bild sein Bike irgendwo am Strand, zwischen irgendwelchen Containern am Hafen. Er liebt es einfach, wahrscheinlich genauso gerne wie eben die Mädels, die er fotografiert. Paddy hat aber ein Problem. Er selbst ist eigentlich irgendwie nicht so der leidenschaftliche Photoshopper, ich hingegen schon. Und so kamen wir zu der Idee, ich mache aus ihm irgendwie ein absolut total krasses Photoshop-Composing, eines, das er sich selbst nie machen würde. Er soll das Model sein. Ursprünglich war es von meiner Seite aus mit Helm geplant, weil ich wollte irgendwie ein cooles Bild machen. Am Ende ist es dann eins ohne geworden, weil er es dann doch recht gut hinbekommen hat. Der Ghost Rider soll als Referenz dienen. So ein Bild möchte ich machen, wie hier eben gezeigt. Und Paddy soll nicht irgendwie eine Kette, die brennt, hinten nachziehen, sondern seine Leica. Weil wenn der auf Achse ist mit seinem Zweirad, dann hat er meistens die Kamera dabei. Man könnte ja ein schönes Fotomotiv versäumen. Und ich möchte ihn so zeigen, als hätte er gerade noch den Kameragurt in der Hand. Seine Leica im Hintergrund ist aber gerade vom Bike gefallen und er bremst sich einen runter und das ist die Szene. Soweit, so gut. Jetzt muss man es nur einem Fotografen erklären, der mit Bildbearbeitung nichts am Hut hat, wie man so etwas machen möchte. Aus dem Grund gab es diese detaillierte Anleitung, die aber wahrscheinlich der Buddy am besten erklären kann. Und ich würde sagen, wenn er falsch liegt, in dem nächsten Video cutte ich ab und zu mal rein und zeige euch, warum er überhaupt falsch gelegen ist. Viel Spaß mit Buddy. Ich schalte mal rüber zu ihm. Moin Leute, heute ist es endlich soweit. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Ich bekomme von dem Matthias Schweighofer ein ganz eigenes, retuschiertes Composing, komposiertes Retushing oder halt so ein Computerbildchen, so ein Photoshop-Bildchen. Und ja, da habe ich nämlich von ihm eine Idee mit einer ganz detaillierten Anleitung erhalten. Also hier, das ist quasi wie so eine IKEA-Anleitung. Da hat er mir genau aufgeschrieben, was er alles benötigt. Ja, und das werde ich jetzt mal versuchen umzusetzen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Also die Bildidee ist, wir machen aus dir einen Ghost Rider. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Hat hier auch so ein Bildchen beigefügt. So, das Ganze soll dann wie ein Filmposter. Ja, mein Kopf wird durch einen Schädel ersetzt. Das ist schon mal gut, brauchen wir nicht auf die Frisur achten. Na halt, stopp. Ich habe extra geschrieben, wir werden deinen Kopf eben nicht durch einen Schädel ersetzen, weil sonst erkennt man dich überhaupt nicht mehr. Jetzt hast du eine scheiß Frisur. Wir werden es überleben. Schauen wir mal, was er hier geschrieben hat. Also Brennweite 30 bis 50 mm. Ja, das mache ich mit 24-70. Blende so weit zumachen, wie es vom Licht her geht. Mindestens F8. Ich muss erst mal gucken, wo F8 überhaupt ist. Also meine Kamera das hat. Ja, Fokus auf meine Kamera. Also die Leica, die kommt im Vordergrund. Die kommt auf so ein kleines Podest. Licht, wenn möglich, von hinten. Ja, haben wir jetzt nicht. Muss er so nehmen, wie es ist. Wenn ich das Bild dann bearbeite, werdet ihr euch an diesen Punkt erinnern, wo Paddy sagt, müssen wir halt so nehmen, wie es ist, ne? Licht kommt halt nicht von hinten. Denn das könnte mitunter eines der größten Projekte dann sein, das Licht dann doch richtig zu setzen. Pose, rechtes Bein am Boden, Kopf möglichst zur Kamera am Boden. Ja, Mann, ist das kompliziert, ey. Also das ist wirklich schlimmer als ein Billigregal von IKEA aufzubauen. Naja, ich werde das jetzt mal versuchen, hier alles aufzubauen. Ich lasse die Kamera ein bisschen mitlaufen, habe die etwas weiter weggestellt, hoffe, dass das alles drauf ist. Ja, Motorrad steht da schon. Ich habe einfach mal die Rocket genommen, weil die natürlich so ein bisschen bullig ist. Ich hoffe, dass das für das Bild passt. Habe mir schon die Requisiten rausgesucht und ja, fange jetzt einfach mal hier an.
das ist gar nicht schlecht. Aber also mit dem Fokus ist das so eine Sache wie. Also selbst bei Blende 11, bei den Entfernungen, ist halt die Maschine etwas unscharf. Vielleicht. Das sollte ich vielleicht ganz kurz erklären. In der Beschreibung steht deswegen drinnen, die Kamera soll im Fokus sein und nicht Paddy, damit die Kamera am Ende des Tages dann auch scharf ist. Ich möchte die Kamera nämlich als Hauptact in diesem Bild haben, denn die soll sich ja auch wirklich dann Richtung Betrachter hin wälzen und gerade am Asphalt aufgeschlagen sein. Und da kann ich die Details einbauen. Da existiert dann im Prinzip die ganze Action im Bild. Paddy ist nur so ein kleiner Statist, der das Bild füllt. Ich hoffe, der mag mich danach noch. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen näher ran. Ja, also, dann geht es jetzt los. Ein Bild von mir mit der Leica wie im Beispiel und dabei ja, ein Bild nur von mir, möglichst in derselben Pose. Wie soll ich das denn machen? Bremslicht an. Matthias, wie soll ich in der rechten Hand den Kameragurt halten und gleichzeitig die Bremse ziehen? Vielleicht ist der Plan nicht perfekt gewesen. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Kabelbinder. Ja, probieren wir mal. Das Doofe ist nur, da ich jetzt keinen Helfer habe, muss ich immer wieder für jedes Foto losrennen und wieder den Auslöser drücken. Ich habe natürlich auch keinen Fernauslöser und nichts dabei. Blöd wie ich bin. Ich muss mal diesen Hoodie ausziehen. Ich weiß nicht, wie das mit der Kapuze ist. Muss noch etwas mehr Drama rein, wenn ich ein paar Geräusche mache. Also ohne Alkohol ist es gar nicht so einfach. Jetzt weiß ich auch, warum der Matthias immer so viel trinkt. Ein Bild von der Leica vor einem neutralen Hintergrund. Ja, dafür habe ich Flipchart. Ein Bild nur von mir in derselben Pose. Nur von mir, das heißt, die Leica kann jetzt weg. Bild nur von der Straße. Ja, die Leica kann jetzt weg. Aber Leute, die Leica kann weg, der Fokus soll aber dort bleiben, wo die Leica vorher war. Automatikfokus ausschalten und dann sollte der Buddy sich jetzt hinstellen und ein unscharfes Bild von sich machen. Und das ist eben für einen Fotografen, der sonst normale Fotos macht, ein hässliches Bild, weil es ja unscharf ist. Für mich ist es furchtbar wichtig, denn ich kann dann die Kamera, die er jetzt vor dem neutralen Hintergrund fotografiert hat, ausschneiden, in das Bild einsetzen, wo keine Kamera drin ist. Und der Schärfepunkt passt perfekt und ich kann die Größe kleiner machen, hin und her schieben. Ich habe den Freiraum zum Spielen. Ah! So, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das mit dem Fokus ist. Ich werde den Fokus nochmal auf mich stellen. So, ich bin ein bisschen unsicher, wie das jetzt mit dem Fokus war. Nun muss nochmal alles entfernt werden und ein Bild nur von der Straße. Da muss ich jetzt wahrscheinlich den Fokus wieder auf die Leica setzen, die nicht mehr da ist. Egal. Schlaue Leute machen sich dafür Markierungen. Ich mache mal zur Sicherheit noch eins, wo ich den Fokus weiter hinten habe. Vielleicht ist die Anleitung ja auch fehlerhaft. So, Matthias, ich hoffe, das habe ich jetzt so halbwegs richtig gemacht und ich hoffe, dass du mit den Bildern was anfangen kannst. Ja, ich schicke dir das mal rüber und dann bin ich gespannt auf dein Feedback und auf das, was du daraus machst. Ja, Leute, an und für sich brauche ich lediglich drei Bilder. Ich brauche ein Bild von der Leica und zwar so fotografiert, dass sie in demselben Licht ist, wie Paddy sich auch fotografiert hat und am Schluss auch die Straße fotografiert wird. Und vor einem neutralen Hintergrund soll sie stehen. Dann kann ich sie schön freistellen.
Das hat er super gemacht. Flipchart oder einfach Papier hingehalten. Da kann man auch eine Lederjacke davor hinhalten. Es geht nur darum, der Hintergrund muss einfärbig sein oder sollte ziemlich neutral sein. Dann immer im selben Fokus fotografieren. Dann hat man am Ende des Tages bei der Bildbearbeitung keine Schärfefragen, sondern es passt einfach alles. Paddy hat recht, er ist jetzt auf Blende 11 und er ist immer noch etwas unscharf. Vielleicht hätte man einfach nur die Kamera und sein Motorrad näher zusammenschieben sollen. Okay, die Tatsache, dass die Kamera auf einem Hocker stand oder in dem Fall ja auf so einer Tonne, ist deswegen so gedacht, dass der Horizont der Kamera damit nach oben wandert und ich somit die Kamera am Ende des Tages größer machen kann und dann passt sie wieder perspektivisch schön in das Bild rein. Zeige ich euch dann gleich bei der Bearbeitung. Sonst hat er mal ganz gut gearbeitet. Das Lichtthema, okay, werden wir sehen, wie es geht. Und das Straßenthema. Das ist auch so ein bisschen kompliziert. Ich hätte es schon sehr gerne gehabt, wenn er auf einer normalen Straße eben hier seine Bilder gemacht hätte, mit dem Unschärfepunkt dort, wo ich ihn haben wollte, und dem Schärfepunkt dort. Aber ich rechne es ihm mal hoch an, dass er das so hinbekommen hat. Und jetzt schauen wir mal rein in Photoshop, was da alles so geschieht. Wie startet man so ein Composing? Wie geht man die ganze Sache hier in Photoshop an? Nun, dadurch, dass wir sowieso fast alles tauschen, freistellen, verändern, macht es eigentlich Sinn, das Ganze von einem weißen Blatt Papier auszumachen. Und ich habe mir einfach eine Datei geöffnet, die 4000 auf 3000 Pixel mit 300 dpi groß ist. Und ich habe mir auch gleich das Referenzbild hier reingezogen. Es ist total egal, ob das jetzt hier unscharf ist oder nicht, denn dieses Referenzbild hier wird einfach mal ungefähr 50% Deckkraft gesetzt. Und das zeigt mir relativ viel. Es zeigt mir, wo ist der Horizont in Wirklichkeit, also in dem Originalbild, und wo liegt die Position bzw. auch die Größe dann, wo am Ende dann auch unser Patrick sein soll. Gut, den können wir mal ausmachen. Dann habe ich mir ein Bild ausgesucht vom Herrn Ludolf, das wie folgt aussieht. Das ist es. Und ja, man erkennt jetzt, Patrick ist total unscharf und unsere Kamera ist mega scharf. Okay, wunderbar, man kann mit diesem Bild recht viel machen. Ich brauche eigentlich nur noch einen Asphalt und ich gebe zu, ich habe beim Patrick keine perfekte Asphalt-Textur gefunden. Er hat kein wirkliches Bild gemacht, wo der Asphalt wirklich schön war. Nicht so tragisch, man kann das Ganze mit anderen Bildern lösen, eben mit Stockbildern. Und ihr werdet auch sehen, in diesen knapp 52 Ebenen hier in Photoshop sind einige Stockbilder noch verbaut, die Patrick nicht machen konnte oder ich ihn auch gar nicht angewiesen habe, dass er das macht. Jo, dann starten wir mal. Ich habe ihn freigestellt. Und wie? Ich habe ihn ganz, ganz easy freigestellt, indem ich die Ebene dupliziert habe und mit einem Lasso-Werkzeug freigestellt habe. Ja, denn ich bin meines Erachtens nach mittlerweile am besten bedient, wenn ich den Freisteller bei solchen unscharfen Kanten hier mit einem Lasso mache. Sollte ich das jetzt hier nicht mit dem Lasso machen, sondern Photoshop versuchen, hier das Ganze mit Kantenerkennung oder so erkennen zu lassen, dann kann es mal passieren, dass diese Kanten ziemlich hart werden. Und ich habe hier oben die Möglichkeit, das Ganze hier mit einer weichen Kante zu versehen und einfach hier mal das Ganze nachzufahren, den Bereich zu nehmen und dann zu sagen, okay, das wird jetzt eine Maske. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, war zu weich. Aber so kann ich mich auf jeden Fall Schritt für Schritt an eine weiche Kante herantasten, bis ich es eben schaffe, den Patrick freizustellen. Jetzt suchen wir mal den Freisteller von Patrick hier. Da ist er. Und ich habe ihn auch noch ein bisschen verschoben. Das war er. Kamera wurde weggelassen. Ich brauche jetzt erstmal den Patrick, denn am Patrick selbst wird ordentlich was verändert und gemacht. Vor allem auch am Bike. Der muss ja brennen, der muss cool aussehen, der braucht eine Lederhose und keine blaue Jeans. All das wird jetzt eben auf diesem Bild hier gemacht. Hier seht ihr die Ebene und darüber liegt ganz, ganz viel anderes Zeug, auf die ich auf das gehe ich jetzt eben Schritt für Schritt ein. Zuvor aber der Hintergrund. Und dann schauen wir mal, Hintergrund, ich habe mal hier dieses Stockbild genommen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, war aber nicht sicher, ob der Himmel passt. Deswegen ist ein bisschen verändert, mal die Gelbtöne rausgenommen, das Ganze mit einer Farbtonsättigung hier gemacht. Und ich arbeite immer mit Einstellungsebenen, damit ich eben hier non-destruktiv arbeiten kann. Dann kam Himmel rein und der Himmel selbst, ihr seht es auch an der Maske, der ist nur teilweise hier überlagert, damit er sich eben wirklich schön auch in den Originalhimmel hier einfügt. Das klappt äußerst gut, indem ich hier mit einem Pinsel mit knapp 30-40% Deckkraft eben in dieser Maske rumarbeite. Auch der Himmel bekam eine Farbanpassung, wurde so ein bisschen entsättigt. Ich bin aber eigentlich mit diesem Originalbild und mit der Farbtonung nicht so ganz zufrieden. Ihr werdet auch am Schluss sehen, meine Farbtonung ist ein bisschen anders, denn das ist eigentlich nur schwarz-gelb und vielleicht ein bisschen blau drinnen. Ich wollte es am Schluss dann ein bisschen spektakulärer machen, habe ein bisschen mehr Farben drin. Kommen wir aber gleich drauf.
Mit einer Gradationskurve wurde der Himmel hier hinten ein bisschen aufgehellt und sollten jetzt diese Bereiche hier im Bild etwas ja, aufkrispeln und aufpixeln, ist das überhaupt nicht tragisch. Das ist sowieso der Hintergrund. Der wird sowieso unscharf. Dann kam ein Stück Asphalt rein. Auch hier beachtet bitte darauf, dass die Kanten etwas weich gezeichnet wurden, eben hier mit Hilfe einer Maske. Da wurde ich einfach hier mit dem schwarzen Pinsel ein bisschen reingemahlen und dann sieht das schon ziemlich cool aus. Und der wurde ein bisschen dunkler gemacht. Das mache ich gerne mittlerweile mit einer Farbtonsättigung. Ich ziehe hier die Helligkeit ein bisschen nach unten. Man darf aber nie die Schnittmaske vergessen, sonst wird das ganze Bild dunkel. Und so wird es eben nur auf die untere Ebene dunkel. Was cool ist, dann haben wir ein bisschen eine Farbe drin. Das ist aber bestimmt schon Farbe vom Feuer. Ja, hier wurde das mit einer Farbbalance ein bisschen in den Gelbtönen und in den Zyantönen nach oben gezogen. Bestimmt auch die Tiefe ein bisschen angepasst. Und habe ich die Lichter auch gemacht? Ja, ich war fleißig. Habe die Lichter auch ein bisschen heller gemacht. Bitte glaubt nicht, dass ich genau so Schritt für Schritt mein Bild bearbeite. Denn gerade solche Ebenen wie Farben und so, die kommen mit der Zeit erst rein. Ich kann es ein bisschen pragmatischer angehen, damit man sich auskennt, muss hier nur ein bisschen hoch und runter ja, zoomen, damit das Ganze ein bisschen logischer ist. Gehen wir mal zur Leica. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Und suchen uns mal die Leica-Kamera raus. Die wurde nämlich eben von Patrick vor weißen Hintergrund gestellt. Ich habe sie freigestellt. Die wurde mit einer scharfen Kante freigestellt, mit knapp 0,2 Pixeln Unschärfe darin. So richtig scharfe Sachen gibt es eben nicht. Und ich habe das Ganze schon, man sieht es hier, in ein Smart-Objekt verwandelt. Das könnt ihr machen, indem ihr so eine Ebene hier rechts anklickt und hier auf Smart-Objekt geht. Momentan geht es nicht, weil es eben Smart-Objekt ist. Und dann könnt ihr zum Beispiel in diesen Smart-Objekt eine Weichzeichnungsgalerie einbauen, wie zum Beispiel einen Weichzeichnungsfilter. Und das habe ich gemacht und so hat die ganze Kamera hier einen leichten Unschärfe-Look erhalten. Na, das wollten wir jetzt nicht machen, so. Und so kann ich eben mit Hilfe einer Maske dann sagen, wo die Unschärfe auf meinem Objekt auftrifft. Würde ich das Ganze nicht so machen, ja, landet die Schärfe komplett oder diese Unschärfe komplett auf der ganzen Kamera und ich muss damit leben. So habe ich partiell mit Hilfe dieser Maske eben das Ganze ja, nur ein bisschen auf diese Kamera gelegt. Darüber nochmals eine Kopie derselben Kamera, aber nochmal ein bisschen weich gezeichnet, damit eben das Ganze so leicht verwackelt aussieht, weil die springt so leicht am Asphalt auf und am Schluss sollte sie ja auch noch ein bisschen kaputt werden. Das war dann die Action schlechthin, aber da kommen wir gleich dazu. So hatte ich auf jeden Fall mein Bild mal aufgebaut und bin dann Richtung Feuer gegangen. Denn das Feuer spielt hier eine elementare Rolle in diesem Bild. Und ich habe hier eine Gruppe nur mit Feuer. Und zu zeigen, was da jetzt alles drinnen ist, sollte ich mal genau das hier anklicken. Dieser Feuerstreifen, das ist eigentlich nichts anderes als dieses Element, nur ein bisschen verzerrt. Ihr seht hier, das ist ein bisschen verzerrt und eigentlich ist diese Bildebene auf schwarzen Hintergrund fotografiert, aber alles, was schwarz in Photoshop ist, kann eben mit Hilfe von negativ multiplizieren ja, durchsichtig gemacht werden. Also das Schwarz verliert im Prinzip an Deckkraft und so ist es möglich, eben solche Feuerstellen oder auch Funken oder irgendwelche Rauchschwaden, die vor schwarz fotografiert wurden, hier durchsichtig zu machen und es bleibt eigentlich nur das farbige Element im Bild über. Und wenn man da jetzt verschiedenste Feuerelemente hier einbaut, wirkt es langsam so, als würde Patrick hier einen Burnout machen oder eben eine richtig arge Vollbremsung. Das braucht ein bisschen. Keine Angst, ich habe hier wirklich auch länger gebraucht, bis ich all diese ganzen vereinzelten Feuerelemente gefunden habe, die gepasst haben. Aber das ist bei dem Composing so. Oftmals weiß man nicht, was stimmt nicht und oftmals löscht man auch wieder Sachen raus. Der nächste Arbeitsschritt ging dann schon eher Richtung Patrick. Ich habe hier dem Paddy mal etwas die Hose abgedunkelt. Dieser Bereich hier, ich sehe es gerade, der wurde gar nicht von mir angefasst, aber ich glaube, am Ende des Tages merkt man das gar nicht mehr. Okay, dann, ihr erinnert euch an diese Stelle, wo Patty gesagt hat, ist doch egal, ob das jetzt mit ja, Hintergrundlicht ist oder nicht. Ja, ich musste ihn mal ein bisschen abdunkeln, sowas mache ich ganz gerne mittlerweile mit Helligkeits- und Kontrastreglern, damit Patty eben wieder ein bisschen Kontrast kriegt. Sonne kommt in meinem Bild von hinten und nicht von oben und nicht durch eine dicke Wolkendecke, sondern die wird irgendwo hier dann sein. Und somit muss er hinten auch wieder Kontrast bekommen und das schaffe ich eben nur mit einer Kontrastebene. Dann haben wir ihn abgedunkelt und zwar ordentlich. Und ja, es wirkt am Anfang immer sehr eigenartig, wenn man gerade ein Gesicht oder eine Hauptperson hier so dunkel macht. Am Ende des Tages ist aber diese Ebene eine der wichtigsten und macht das Ganze real.
Denn jetzt kommt das nächste. Ich mache mit einer Gradationskurve das Gesicht und die Haut auch nochmal separat dunkel. Gehe dann hier in die Farbtonsättigung rein und da sehe ich jetzt gerade gar keinen Unterschied, was ich da mache. Ich glaube, ich habe die Rottöne im Gesicht wurden ein bisschen rausgenommen. Vom lauter Schreien hat Paddy hier einfach einen roten Kopf bekommen. Und jetzt mische ich das Ganze mit dem Farbton des Feuers hier zusammen. Denn Feuer ist nichts anderes als eine neue Lichtquelle. Und diese neue Lichtquelle wirft natürlich auch wieder Farbe ab. Und jetzt sieht man auch schon, jetzt kriegt Paddy wieder ein bisschen Farbe dazu. Und es macht gerade bei solchen Bildern Sinn, vorher die gesamte Sättigung aus dem Objekt, das man eben einfärben möchte, herauszunehmen. Und dann färbt man das neue Licht rein. Denn wenn Paddy hier jetzt einfach, keine Ahnung, einen blauen Overall anhätte und ich mische jetzt hier Gelb dazu, dann wird er grün. Und das sieht auch ganz bescheiden aus. Nächster Arbeitsschritt, genau das gleiche nochmal. Ich arbeite hier ganz gerne mit mehreren Einstellungsebenen, die eigentlich das gleiche machen. Denn in Summe muss ich nicht auf eine im Prinzip arbeiten, sondern ich kann mit zwei mich Schritt für Schritt an die Sachen herantasten. Gefällt mir. Vor allem ist die obere ein bisschen mit dunklerem Rot und die untere eher mit ein bisschen hellerem Gelb versehen. Feuer, Feuer, Feuer. Haben wir alles schon? Ja, schau an. Irgendwas habe ich jetzt verschoben und verändert. Guck nochmal. Nee, Paddy ist somit fertig. Machen wir mal alles zu hier und gehen nochmal auf den Hintergrund. Der bekommt nämlich noch ordentlich was. Wie gesagt, das war diese Ebene, die ich euch vorher eben schon gezeigt habe, die alles so ein bisschen gelb am Boden macht. Dann haben wir eine Ebene, die das Sonnenlicht hier ein bisschen durchbrechen lässt. Diese Einstellungsebene, das ist eine Belichtungsebene. Hier wird lediglich die Belichtung ein bisschen nach oben gezogen und das strahlt dann ziemlich schnell aus. Und es ist auch gar nicht so tragisch, wenn hier wirklich ja, alles ausgefressen ist. Bei solchen Bildern kann man sich das leisten. Bei solchen Mädels, die Paddy fotografiert, eher nicht. Gradationskurve. Hat den Boden noch ein bisschen aufgehellt. Es wäre schön, wenn der Vordergrund sehr dunkel ist und der Hintergrund etwas heller. So hat man so eine Art Tunnelblick, der den Betrachter dann wunderbar eben zu Paddy führt. Läuft eigentlich ganz gut. Und was ist das noch? Ach, ein bisschen Farbe rein. Genau, da habe ich mir noch gedacht, machst du doch wahrscheinlich in den Grautönen hier ein bisschen Cyan noch rein. Bisschen gelb, damit das einfach noch ein bisschen bläulicher wird und nicht so orange-lila ist. Das ist der erste Schritt. Da habe ich dem Buddy dann mal zum ersten Mal das Bild auch geschickt und hat gesagt, schau mal, so in die Richtung geht's. Er fand's cool und ich konnte weiterarbeiten, denn jetzt wird die Kamera kaputt gemacht und vor allem muss jetzt natürlich auch hier noch Funken und Action rein. Aber lasst uns erstmal zur Kamera gehen. Die lag weiter oben. Hier haben wir die Kamera. Ich habe ein Stockfoto gefunden von einer kaputten Linse, einer Kamera, man sieht es hier ganz leicht im kleinen Thumbnail, die ein Einschussloch in der Linse hatte, war perfekt, wurde ausgeschnitten, reingemacht, zack, Linse kaputt, jedem Fotografen tut es in der Seele weh. Dann wurde meine gesamte Leica-Kamera etwas abgedunkelt, denn wenn das Licht von hinten kommt oder eben jetzt hier durch das Feuer links von der Seite, kann auf dieser Stelle gar kein Licht mehr vorkommen. Das wurde hier abgedunkelt, ebenfalls mit einer Farbtonsättigung. Dann wurde das Ganze eingefärbt, denn auch dieses Licht hier, vor allem das Orange, das wirft ein bisschen ja, Lichtstimmung zurück. Wunderbar. Und dann kam der Kameragurt, aber ich zeige euch vorher mit Hilfe eines Stockfotos. Das ist ein 3D-Objekt, das zeigt eine explodierende Kamera und ich konnte das relativ gut freistellen. Ist nicht tragisch, wenn das jetzt hier so ein paar Ränder hat. Aber das gibt dem Betrachter das Gefühl, ui, die zerlegt sich gerade in der Luft. Und wenn man sich den Freisteller ansieht, sieht man auch, okay, da sind ordentlich viele Teile hier drinnen, die so rumfliegen. Hatte ich eigentlich ganz gut gefunden, das einzubauen. Das Ganze wurde nur abgedunkelt, zack, man erkennt es kaum noch, nur so ein bisschen. Bisschen orange-rötlich eingefärbt, darf man nicht vergessen, dass die Elemente, die hier rumfliegen, natürlich auch die gleiche Farbstimmung benötigen wie der Kamera hier vorne. Und teilweise wurde nochmal ein bisschen Kontrast aufgebaut. Es geht mir da eher darum, dass die Leute sofort an der Linse sehen, die Kamera ist im Arsch. Und wenn man sich so ein bisschen weiter mit dem Auge da entlang wälzt, dann sieht man, dass die Kamera leicht kaputt ist. Der Kameragurt selbst, eine leere Ebene und dieser Gurt wurde händisch eingemahlen. Man erkennt aber in der Ebene, dass er unten weich gezeichnet ist, ein Smart-Objekt ist und vor allem hat dieser Gurt auch noch eine leichte Textur. Man kann es hier erkennen. Das wurde hier im Ebenenstil gemacht, Doppelklick auf den Graubereich. Da kann man eine Musterüberlagerung einstellen und ich habe hier irgendein Muster genutzt, das eigentlich ziemlich cool war. Das Ganze dann auf Multiplizieren gesetzt und so konnte ich eine Art Ledertextur machen. Aber auch das ist etwas,
Das wirft keine Fragen auf, am Schluss sagt keiner, ah, das ist ziemlich gleichmäßig, sondern am Schluss sagt jeder, ah, cool, Feuer, ah, cool, Ghost Rider oder, Alter, der Ludolf sieht gut aus. Okay, jetzt kommen wir zur Action. Bei Kinoplakaten, und da können wir uns gerne nochmal das obere Bild ansehen, fallen ganz oft sinnlose Bereiche in so ein Bild rein, die das Bild aber doch cool machen. Zum Beispiel diese Scherben hier. Ja, was haben diese Scherben und Glassplitter hier auf der Straße zu tun? Tja, keiner weiß es so genau. Ich habe sie einfach geklaut und eingebaut. Nicht geklaut, sondern ich habe sie von Raw Exchange. Das sind auch einfach ganz normale Glassplitter, die in die Luft geworfen wurden, vor schwarzem Hintergrund, ebenfalls auf negativ multiplizieren gesetzt. Und somit haben wir ein paar Glassplitter mal hinter der Kamera. Die wurden noch ein bisschen aufgehellt. Dann haben wir ein paar Funken reingemacht, dass die Kamera so aussieht, als würde sie hier unten in dem Bereich am Boden kurz streifen. Also ihr seht, diese Funken sind übrigens genau die gleichen wie die hier oben. Einfach ein bisschen transformiert, kleiner gemacht. Das sieht kein Mensch. Dann Glasscherben vorne. Und diese Glasscherben, die waren noch ein bisschen zu grün-bläulich. Aus dem Grund wurden sie noch leicht rötlich eingefärbt. Und somit haben wir etwas, das vor einem noch rumfliegt. Und so einen tiefen Aufbau ist natürlich für ein Composing extrem wichtig, da wir alles im Prinzip von einer weißen Fläche aus machen, ist es ziemlich schön, wenn man Sachen eben noch im Vordergrund reinbekommt. Eine etwas interessante Ebene ist diese hier. Die wurde hier unten fabriziert, eine leere Ebene, dann auf weiches Licht gesetzt. Und dann habe ich mir mit der Pipette und mit meinem Pinsel einfach ganz helle Farbtöne hier rausgeholt. Ihr seht, okay, dieses Orange, aber ich mache das noch viel, viel heller. Und wenn ich den Pinsel jetzt größer mache und die auftrage, seht ihr, was passiert. Ich kann so eine Art Dunst darüber legen und so konnte ich diesen Effekt erzielen, dass eben hier zum Beispiel auch bei Buddy die Jacke noch ein bisschen aufgehellt wird und diese Bereiche noch ein bisschen dominanter wird. Aber am Ende schmiert es mir das Bild so ein bisschen zusammen. Dann kommen wir zum Farblook. Alles, was bei mir immer lila ist in meinen Ebenen, das heißt meistens was mit dem Farblook zu tun. Selektive Farbkorrektur, man erkennt kaum Unterschied. Ein bisschen Blau wurde noch reingemacht, weil es einfach die Komplementärfarbe hier zu Rot ist oder zu Orange ist. Und das finde ich sehr cool. Und dann kam schon das erste Smart-Objekt. Ich rechne hier immer alles zusammen. Und zwar mit Command, Alt, Shift und E wird eine Ebenensumme gemacht. Und diese Ebenensumme setze ich dann hier mit Hilfe des Smart-Objekt-Filters eben in ein Smart-Objekt rein und bin dann zurückgegangen in den RAW-Converter. Das kann man so machen, indem ich hier diese Smart-Objekte anklicke, gehe auf Filter und hier gibt es Camera Raw Filter. Und diese ganzen Einstellungen, die wurden jetzt alle nochmal im Raw Filter gemacht. Ein bisschen Strukturfilter rein, ein bisschen Blautöne, Rottöne rein. Also da tue ich dann so, als hätte ich ein neues Bild von mir, das frisch aus der Kamera ist und ich schaue einfach, was ich im Raw Converter hier machen kann. Dann gehe ich meistens einen Kaffee trinken, denn da habe ich mich dann bestimmt schon satt gesehen am Bild und dann komme ich nochmal und ändere den Look noch so ein bisschen. Blautöne sind wieder ein bisschen rausgegangen. Dann hat Buddy gesagt, er möchte unbedingt einen coolen Text haben. Und sein Spruch wäre Sons of Photography, weil das auch wieder ja, eine schöne Metapher ist zu einer Fernsehserie. Und weil es ihn dann auch nochmal betrifft mit Photography, fand ich cool, habe ich gerne eingebaut. Aber ich habe danach noch ein bisschen Dodge and Burn gemacht. Das ist das Dodge and Burn, das ich gemacht habe. Eine graue Ebene auf weiches Licht und hier mit dem Weichzeichner, nein, ich sage immer Weichzeichner, mit dem Abwedler und dem Nachbelichterwerkzeug hier. Ja, alles mal ein bisschen nachgezeichnet, um noch so ein paar kleine Highlights rauszuholen. Und ihr seht, was da noch geschehen kann in dem Bild. Vor allem diese Glassplitter, die man vorher nicht sehen konnte, die wurden hier mit Hilfe einer kleinen Lichtkante noch ein bisschen rausgezaubert. Und mache ich ganz gerne, kann aber auch Stunden dauern, bis ich so ein Dodge and Burn durch habe. Man sieht ja auch, dass hier viele Details noch ausgemalt wurden. Auch die Straße wurde hier noch mal ein bisschen überarbeitet. Gut, und dann kam das allerletzte und das war noch mal eine Farbtonsättigung, die mir links oben noch ein bisschen das Blau rausgenommen hatte, damit ich eben hier ja, einen Bildaufbau habe von links unten nach rechts oben und rechts unten und links oben ist eher so ein bisschen weniger Farbe drin, damit man so einen leichten Streifzug durchs Bild macht. Buddy, ich hoffe, es gefällt dir. Danke, dass du so ein cooles Model warst. Ich hoffe, die Firma Leica hat kein Problem damit, dass du deine Kamera digital zumindest geschrottet hast. Soll nichts gegen diese Marke sein. Die Haare sitzen dennoch gut, auch wenn du ja, sie eigentlich nicht hergerichtet hast für dieses Fotoshooting. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, mit dir das Ganze auszuarbeiten. Und ich hoffe, euch Leute zu Hause hat es genauso gefallen. Von meiner Seite aus sage ich Peace, Love in Photoshop. Vielen Dank fürs Zusehen. Schweig over and out. Und ich glaube, ich schalte noch mal ganz kurz zum Buddy rüber.
Lieber Matthias, ich bin begeistert. Ich liebe das Bild und habe das sogar als Hintergrundbild auf meinem Handy. Und das soll schon was heißen, denn das wechsle ich wirklich nur alle paar Monate mal. Mit dem Bild lässt du natürlich im Grunde genommen, ich sag mal in Anführungszeichen, Träume wahr werden. Ja, ich sag mal so, als Motorradfahrer in der Midlife-Crisis, da denkt man natürlich immer, man wäre ja wie in so einem MC, so ein harter Rocker. Und wenn man um die Kurven fährt, dann hat man irgendwie 60 Grad Schräglage und so weiter. Aber wenn man das Ganze dann mal in der Realität auf einem Video sieht, ja, dann weiß man, dass da ganz, ganz viel Platz dazwischen ist. Ja, und diesen Platz, den hast du im Grunde genommen mit diesem Bild ausgefüllt. Also von daher sehr, sehr cool. Ich fand das Projekt aber nicht nur deshalb so cool, weil ich halt ein Bild bekommen habe, das ich mir wahrscheinlich niemals selbst machen würde und ja, ich denke mal auch gar nicht könnte, sondern weil man auch hier natürlich mal wieder einiges lernen kann, sowohl für die Fotografie als auch natürlich für den ganzen Photoshop-Bereich. Ich habe dann nämlich so einen Spruch und der sagt, wenn es echt aussehen soll, dann muss es echt sein. Ja, und in diesem Video sieht man halt auch ganz gut, warum. Das Erlernen der Werkzeuge in Photoshop, das ist halt das eine. Aber die wirkliche Herausforderung, die liegt natürlich in diesen vielen kleinen, unzähligen Details. Angefangen natürlich beim Licht, ja, das halt leider an dem Tag so ein bisschen matschig war. Aber das, ja, war ja dein Problem. Bis natürlich hin zu so Kleinigkeiten wie den Scherben, dann das Feuer und natürlich dann auch Färbung der Kamera, welche halt teilweise wieder das Orange vom Feuer annimmt. Ja klar, und je besser natürlich das Ausgangsmaterial, umso einfacher am Ende auch die Retusche. Ja, wenn man da natürlich dann so einen Honk hat, der nicht richtig lesen kann, tja, was soll ich sagen? Aber du hast es ja gut gelöst. Es war einfach eine eingebaute Challenge. Naja, neben Licht muss man dann natürlich auch auf Perspektive und Schärfeverlauf achten. Das muss halt einfach passen, sonst sieht es halt schnell für das eigene Auge irgendwie komisch aus. Und jetzt hat man natürlich nicht bei so einem Bild den Anspruch zu sagen, dass das real sein muss oder real aussehen soll. Aber so gewisse gestalterische Regeln, die sollten ja doch schon eingehalten werden, weil sonst passt da halt irgendetwas nicht. Ne? Die Kamera muss halt im richtigen Winkel sein, die muss halt, die Größenverhältnisse müssen passen und so weiter und so fort. Ja, ich denke mal, hinbekommt man das Ganze nur, indem man es sehr viel macht. Das ist wie bei der Fotografie. Man muss halt einfach sehr, sehr viel fotografieren, sehr viel Erfahrung sammeln und man muss halt einfach auch ja, sehr, sehr viel Quatsch produzieren, denke ich mal, damit man dann am Ende da entsprechend ja, was draus lernt. Ich persönlich wäre wahrscheinlich viel zu ungeduldig für solche Composings. Also bei mir muss ein Bild in einer 125. Sekunde fertig werden. Aber so hat halt jeder sein Ding. Und ja, ich bewundere die Arbeit von Matthias da wirklich total. Ja, wenn ihr da jetzt Lust habt, auch mal in die Welt der Composings einzusteigen, vielleicht auch den Matthias noch gar nicht so lange kennt, weil ihr sagt, Mensch, bisher war das gar nicht so mein Ding. Ja, dann habe ich ihm da einfach mal so einen Gutscheincode für eins seiner Tutorials aus dem Kreuz geleiert. Matthias hat nämlich so ein Grundlagen-Composing-Video gemacht, mit dem ihr im Grunde genommen ja, den Baukasten oder das Handwerkszeug an die Hand bekommt, mit dem ihr dann in der Lage seid, ja, im Grunde genommen so ein Bild wie das, was er jetzt hier gemacht hat, selber zu erstellen. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann könnt ihr da einfach 25% Rabatt abstauben. Den Code, also den Gutscheincode, den blende ich euch hier unten im Video ein und den Link da zu seinem Shop, den packe ich dann auch nochmal unter das Video. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, über den Tellerrand zu schauen, fand das auch super spannend, nach dieser Anleitung zu fotografieren. Von daher fetten Dank an dich, Matthias. Ja, Leute, und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Video und die Zusammenarbeit so fandet. Tschüss, Leute.